Hallo und herzlich willkommen hier zu Oxygen Not Included im Spaß, im Basisspiel, nicht im Spaßspiel. So. Ja, es ist mal wieder, wenn man nicht aufpasst, hat sich wieder mal jemand eingeschlossen hier, ne? Ersticken habe ich jetzt gerade bekommen, deswegen habe ich auch gerade pausiert. Ja, dann mal ganz hurtig hier natürlich hier das zerlegen, bitte. Ja, also Lyra, jetzt mal gedacht, dass man das von da aus gar nicht machen kann. Ja, so, jetzt Sattle. Und außerdem haben sie es immer noch nicht abtransportiert hier alles. So. Auch rum, jetzt liegt hier wieder neues Material rum. Ja, und ich kenne euch, ich reibe das Isolationsmaterial wieder auf. Weil wahrscheinlich wird das Material auch wieder erster neu gebracht, anstatt dass man das Vorhandene verwendet. So. Gut, warum immer noch? Ach so, ja, solange die noch im Anzug ist, stiegen hier noch die Meldung da. Akut. Ja. So, und jetzt bleibe ich mal ganz kurz hier. Ich war eigentlich jetzt gerade noch an was beheben, aber das kann jetzt auch noch warten. Wundert mich nur, dass die Meldung nicht auftaucht. Also, dass die Sauerstoffmeldung nicht auftaucht. Dass wir zu wenig produzieren. So, ja, Silberbär erwischt hier ordentlich. Jawohl, schön, danke. Das ist super. Dankeschön. So, und jetzt können wir es nochmal versuchen. Hier dann so langsam halt Basis, Ziegel, Isolation. Wir tun das hier schließen. Und wenn das hier endlich weg ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass irgendjemand Lyra eingebaut hat, als sie da was wegnehmen wollte. Von dem Material. So, jetzt machen wir aber hier Priorität auch wieder, sonst passiert hier wieder gar nichts. So. Dann kriegt man das nicht mehr so langsam in den Griff hier. So, und hier muss natürlich auch Material abtransportiert werden. Jetzt habe ich einen kleinen Fehler. Habe ich eigentlich hier einen kleinen Fehler, aber der lässt sich leicht beheben. Na, was heißt so leicht nicht, aber ja, das ich guck mal, ob ich so hinkriege. Wir haben hier noch Gas und das war eigentlich nicht vorgesehen. Ich baue hier jetzt einfach zu. Ich tue jetzt praktisch den ganzen Inhalt, was hier ist, vernichten. Ups. Okay, so. Machen wir so rum, bevor ich mich da lang verklicke hier. Das haben wir stillgelegt, weil wir es eigentlich nicht mehr brauchen. Im Prinzip brauchen wir diese ganze Leitung nicht mehr. Ja, eigentlich nicht. Gut, können wir hier vielleicht die Pumpen noch für was anderes brauchen? Was man schon mal machen kann. Könnte das Fördersystem hier zerlegen lassen. Das Gerät kann auch weg. Strom. Na, das hängt hier direkt. Okay. Dann läuft. Die Sperre hier, die können wir auch demontieren. Feststofffilter. Ich sage immer Sperre. Warum sage ich immer Sperre? Gibt auch eine Sperre, ja, ja, das ist richtig. Aber in dem Fall ist dann nicht das Wort hier gemeint. Na, zerlegen. Danke. Hat mich gewundert, was ist hier für eine. Ob das ein Sensor ist, was da so ist. Aber es ist ja keiner. So. Setzen wir wieder mal ab, weil. Manchmal gibt es auch Probleme hier. Eieiei, ist das eine lange Leitung. Das lasse ich jetzt mal auf Priorität 5. Das muss jetzt nicht sofort passieren. Aber dass man das mal so im Auge behält, ne? So, jetzt habe ich hier wieder was gefunden. Ihr wisst ja, ich bin da so ein bisschen hinterher. Ich kann das nicht leiden, wenn hier mal Wasser rumsteht. Das muss weg. Das muss weggewischt werden dann.
Wer hat denn hier das in Auftrag gegeben? Das ist natürlich total Quatsch hier. Kann ja hier nicht abmontieren, das Ganze hier, wenn ich da keine Leitern habe. So, jetzt müsste es dann gehen. Da machen wir nochmal einen neuen draus. So, der Apparillo hier. Ja, es wird immer wieder irgendwo ein verkeimter Sauerstoff rum hier. Verschmutzter, verkeimter. Und deswegen lasse ich halt die Geräte auch stehen hier. Die fressen hier keinen Strom. Im DLC ist es ja so. Und das können wir jetzt, glaube ich, auch zerlegen hier. Das hat sich ja jetzt ausgedient. Wir haben ja schon angefangen mit der Rakete hier zerlegen und so weiter. Da ist das, kann ich komplett verschwinden hier. Diese Gasgeschichte. Dann können wir das hier zerlegen. Ich meine, das war eh ein Kalter, das am Ende haben wir, sag mal, den Dampf. Aber so wollen eigentlich weggekippt ins All, ne? Aber okay. Das war ein Versuch, der nicht gelungen ist, aber ja. Irgendwann ist man immer schlauer. Wobei man eigentlich hier komplett das Ganze wieder zerlegen kann. Auch die Förderschiene kann hier weg. Das kann eigentlich generell, das war, ja, das brauchen wir ja nicht mehr hier. Kühlen wollen wir hier im Prinzip ja eigentlich auch nichts. Da müsste man das eh ein bisschen umbauen und ich finde, dazu ist der Dampfraum hier eigentlich zu klein. Das ist markiert, jawohl. Das müsste eigentlich alles abgerissen werden können jetzt. Dann können wir hier noch weitermachen. Zerlegen. Ich lasse die jetzt alle mal auf 5, die Aufträge. Da haben wir das sonst noch was drunter. Da geht, glaube ich, noch eine Dampfleitung oder was. Ja, ist er jetzt zwar. Was läuft denn da eigentlich durch? Ja, nee, das ist der Wasserstoffüberschuss hier. Den wir momentan wieder nicht hatten, weil wir wieder Stromausfall hatten. Ja, ich habe jetzt hier gerade mal die Hamsterräder wieder eingeschaltet gehabt. Das war das, was ich behoben habe. Wo auf einmal jemand erstickt ist und wo ich deswegen dann unterbrechen musste. So, also das haben wir zerlegt. Oxylit. Das Oxylit können wir, glaube ich, dann auch hier beenden, das Thema. Brauchen wir auch nicht mehr. Gut, eventuell können wir hier später wieder eine neue Rakete bauen. Aber wir brauchen eigentlich das ganze Gedöns. Ja, eigentlich brauchen wir das ganze Gedöns hier gar nicht mehr. Hat man der Schalter, der reguliert da oben, ne? Ja, wobei das Ganze unter draus fliegt hier. Muss ich mir jetzt nochmal genauer angucken. Das war die Meldung. Ja, das war ja sehr komplex hier. Aber das brauchen wir einfach nicht mehr. Wir werden hier jetzt keine weitere Rakete. Wir könnten hier natürlich noch eine Frachtrakete bauen, aber ich habe da ganz was anderes vor. Und aber die Rakete wird eigentlich dann, ja, die wird nur einmalig fliegen. Schauen wir mal. Warum werden die Leiter hier nicht repariert? Ist die aus Besonderem? Ne, die aus Magmatit verhungern. Ja, da brauche ich eigentlich gar nicht nachgucken. Das ist Linse, weil sie gerade irgendwie wieder. Ja, weil es zu lahmarschig ist wieder. Sag mal, hast du eigentlich jetzt eine andere Forschung? Forschung sage ich schon. Linse hat keinen Punkt. Shaw hat wieder einen neuen Punkt. Hä, warum ist es Turner hier unten gelandet? Hat man Turner ist. Na, Turner kann ja alles im Prinzip, ne? Er braucht nicht mehr können. Ja, der ist jetzt halt neu. Das ist der Astronaut. Ja, er kann nicht graben. Okay, er konnte nur bauen.
So. Hier haben wir noch einen Wassertropfen. Nein, ich will nicht schon wieder die ganze Folge mit Wischen hier beauftragen. Das ist mir fremd. Das ist zerlegt. Ja, das ist zerlegen. Wir machen jetzt hier mal weiter bei der Rakete-Geschichte hier. Also das Ganze, was hier Automatisierung ist, das können wir auch zerlegen lassen. Nur aufpassen, dass ich da nicht Sachen zerlegt, die eigentlich nicht zerlegt werden sollen. Normalerweise kann das zerlegt werden, so wie es ist. Ja, es kann alles zerlegt werden. Den Schalter muss ich gesondert. Die Sperre hier. Das ist jetzt eine Förderlinien-Sperre hier, ne? Ja. Das müsste auch, ja, das ist auch markiert, okay. Die Rampen, ja. Ne, warte mal, ja gut, das kann ich. Ich glaube, die brauche ich auch nicht mal hier. So, warte mal hier, das kann noch weg. Warte mal, nee, Quatsch. Das ist Automation, ich wollte eigentlich hier hin. So, das wollte ich auch noch zerlegen. Ja, das hat sich jetzt alles erledigt. Wobei ich das ja irgendwann mal anschließen wollte ans Förderschienensystem, aber das habe ich natürlich auch gekonnt ignoriert. Warum fehlt hier eigentlich, habe ich hier aus Versehen die Leiter abgerissen? Ich glaube ja. Das war nicht im Sinne des Erfinders. Na, was hat der Drucker für uns? Hä? Wir hatten Sonnenbrand. Ja. Dekorieren brauchen wir nicht. Graben aufräumen. Landwirtschaft? Nee. Dekorieren, bauen? Nee, ja, eigentlich nicht. Wurzteufel sowieso nicht. Dann nehmen wir hier den pikanten Tofu. So. Okay. Sonnenbrand. Wer hat einen Sonnenbrand? Lyra. Okay. Na ja, gut, was soll's. Es vergeht voll wieder vorbei. Ja, da muss ich jetzt wieder kurbeln, ne? Das ist blöd, aber ja. Da tut sich ja gar nichts. Ja, das ist natürlich... ja, ich bin der Held von drei Glocken natürlich. Ich muss... Aber bei da hätte es eigentlich auch... Ja, streng genommen, wenn man es der kurze mal hier anhängt, dann sollte es eigentlich auch, ne? Dann wird man hier keinen Duplikanten brauchen. Na gut, wir pumpen jetzt hier mal den Sauerstoff unten raus. Und das hat's. Ja, und da geht nämlich auch der Wasserstoff mit raus. Das ist natürlich schlecht. Das habe ich echt damals falsch konstruiert, hier die Ausgabe. Normal hält der Wasserstoff wieder, dass der da wieder nach oben rausgelassen wird. Gut, der ist in Ordnung, dass er natürlich hier rausgeht. Aber streng genommen. Ah nee, naja, der geht ins All. Also haben wir nochmal Sauerstoff, der ins All gepumpt wird, genau. Ach, Autosave schon wieder. Ne, also ich glaube, da kommen wir auf keinen grünen Zweig hier so. Wie mache ich denn das jetzt mal? Echt doof, ja. Leeres Rohr.
Ach, die müssen ja auch wieder. Aha, verdammt. Deswegen geht es hier nicht, weil das hier nicht entleert wird hier. Ja, wir brauchen es momentan nicht, wir melden hier gerade nicht und so weiter, aber. Nee, ich mache jetzt nicht weiter an der Stelle. So, der Fischfütterer hier, der kann eigentlich im Prinzip zerlegt werden. Jetzt ist nämlich dann der zuständig, dann eben dann irgendwann. So, hier wird Petroleum erzeugt. Ja, aber nicht ausreichend. Das ist auch das Problem. Na, vom Prinzip müsste hier noch jemand mehr Petroleum machen. Warum ist der kaputt gegangen? Hä? Aluminiumerz? Ah, der ist überhitzt. Ah. Ach, so ein Kack. Der ist überhitzt. Jetzt ist jetzt zu heiß geworden auf einmal wieder mal. Na gut, weil hier jetzt ein Haufen CO2 rumsteht. Das ist natürlich doof. Warte mal, jetzt müssen wir nochmal zurecht gucken, dass ich den richtig rumdrehe. Ja, das ist nämlich das Problem, dass wir jetzt wieder zu viel CO2 haben. Dass die Tiere ja gar nicht fressen können, so viel, oder? Ja, wir haben 20 Kilo hier. Ich meine, die freut es natürlich, ne? Aber wir haben viel zu viel CO2 im Moment hier zur Verfügung. Das geht's alles hier. Wobei es ist immer nur ein Kilo hier pro Ding, ne? Ja. So, das ist jetzt hier okay. Den Dampf haben wir hier anscheinend erfolgreich sozusagen da reingeleitet. Ja, zeig mal. Ja. Aber da ist schon wieder ein Schaden, okay. Weil der Dampf natürlich im Rohr gleich wieder krepiert, ne? So, da haben wir noch wegen Dampf. Ja, es hat nicht der Dampf hier, ne? Na gut, das überträgt sich hier ein bisschen von den isolierten Ziegeln hier natürlich noch. So, und hier haben wir. Da habe ich eigentlich schon lange drauf gewartet, dass wir hier eigentlich aufmachen könnten. Wenn wir hier außen das, was jetzt hier Keramik ist. Ja, es bringt aber eigentlich nichts, ne? Also wir haben hier, ja, wir haben hier 100 Grad, hier 162 und haben hier 77 Grad. Hier haben wir 111 Grad. Ja, die Ziegel haben sich halt schon stark erhitzt, ne? Ja, da würde ich fast ganz gerne eine Isolationsziegelschicht machen, also mit Isolierung. Also ich muss das aber erst unten drunter bauen, damit ich die oberen Ziegel erneuern kann. Beziehungsweise. Machen wir das mal so. Ups. Wir bauen hier normale Ziegel drunter. Um später die anderen Ziegel auszutauschen. So, dann bauen wir hier natürlich wieder Leitern. Die jetzt mal durch. Und eigentlich hatte ich vor, das hier zu zerlegen, wenn der Dampf weg wäre. Ne? Aber der ist halt noch nicht weg. Der würde dann nach da oben ziehen, würde kondensieren wahrscheinlich. Aber ja, das möchte ich hier jetzt nicht. So, und die Ziegel hier, wo schon Magmatit sind, die werde ich jetzt gegen Isolationsziegel austauschen hier. Das nehme ich jetzt einfach mal raus.
Priorität, da machen wir eine 7 draus. Jawohl. Gut, dass da noch nicht viel passiert ist, ist auch klar. Weil das ja nur 5er Aufträge sind und. Ja, weil wir wissen, das soll halt passieren. Ja, da kann das ganze Beispiel nicht sein, dass da jemand dann unbeschäftigt ist. Okay, ja, das ist jetzt schon wieder hier passiert. Och Mann. Und jetzt sind die nicht zugegangen. Warum sind die nicht zugegangen hier, die. Sag mal, das kann doch nicht sein. Aber weil die Scanner keine Meldung bekommen. Ja gut, wisst ihr was? Wolfram werden wir hier in dem Spielstand immer kriegen. Das ist total bescheuert jetzt abgelaufen. Aber was willst du machen? Ja, Grande Katastrophe hier wieder. Wahrscheinlich bei Nacht, wenn dann ein Sturm kommt, ist natürlich ganz blöd, ne? Ja. Na, die kann ich gleich zerlegen. Ja, wobei hier. Na, da geht halt was flöten, das ist mir jetzt auch egal. Muss die halt sofort wieder neu bauen, die. Weil das kann ich gar nicht. Da? Ja, wegen Glasmangel. Da warte mal, da wird. Auto der Reparatur machen wir aus. Wir brechen hier das Zerlegen ab. Das lassen wir zerlegen, das eine. Das durch die blöde eine Lücke, die ich nie zugemacht habe, ist was durchgedüst. Ja, das ist wieder mal Schicksal. Ne? Das ist ärgerlich, aber okay. Ja, wir werden jetzt das ganze Thema hier mal endgültig beenden. Kein Strom, ja gut, hier ist die Temperatur angenehm, aber. Das ist einfach. Ja, wobei ich manchmal nicht verstehe, warum es dann die Dings noch verschüttet. Ja gut, wenn wir das jetzt anfangen mit dem Niob und so weiter, wie viel habe ich denn davon? 500 Kilo. Ja, ein so ein Gerät kostet 200. Ja, toll. Kann ich gerade mal zwei Stück bauen. Das ist also nicht die, das ist nicht die optimale Lösung. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, es ist einfach. Ich habe so langsam die Faxen dicke, weil jetzt ist hier wieder das Petroleum weggelaufen und. Jetzt gucken wir noch einmal durch. Flüssigkeit. Ja, hier ist gar kein Petroleum mehr. Ich glaube, ja, wobei, wenn ich das jetzt durchfallen lasse, dann. Ja, dann fällt mir das nicht wieder auf ein Solarpanel. Das ist eine ganz schlechte Idee. Hier hätten wir es wieder da. Gut, da wäre es noch in Ordnung. Aber zum Beispiel hier ist nichts mehr und. Da ist noch, da ist es weg. Da ist es zum Teil weg. Hier ist es zum Teil weg. Da ist auch verschüttet. Ja, die funktionieren jetzt nicht mehr. Das ist das Problem. So, Druckerzeugnisse. Rabenalge, wir nehmen den Tofu wieder hier in dem Fall. Ja.
Weil im Prinzip kann ich das dann so demonstrieren. Es ist jetzt mal, der kommt hier weg. Da wäre zwar noch das Petroleum. Ich fange dann an der Stelle an. Muss da allerdings noch was ändern gleich. Und das wird jetzt dann komplett neu strukturiert, die ganze Sache hier. Aber ja. Ich fange da jetzt mal an und je nachdem, wie viel Niob wir eben haben, tun wir das dann halt dann auffüllen. Ach, hier ist auch was durchgeknallt. Ah. War das hier schon offen oder wie schaut das aus? Weil das ist ganz komisch. Also, Ziegel wird ja nie komplett, also ganz zerstört, oder? Dann kann man den nämlich auch zerlegen, den Panel hier. Das ist, ja. Aber jetzt. Da, das so zerlegen lassen hier. Also, sie haben zu viel zu tun, ich weiß. Warte mal, das können wir eigentlich jetzt hier abbrechen. Da, das hat ja dann keinen Sinn mehr. Wenn ich das zerlege, kann ich das hier auch abbrechen, das abtransportieren lassen hier. Aber das hier muss wieder, das muss abtransportiert werden, aber es ist viel zu viel. Aber läuft das nicht? Ah, ja gut, jetzt geht's gleich kaputt. Na, ihr seht, Überhitzungsschaden. Kann ich gleich die Autoreparatur rausnehmen, weil das hat keinen Sinn. Kann das auch zerlegen lassen. Ja, es ist alles gerade mal wieder Kacke hier. So, warum ist denn jetzt hier eigentlich... Es ist, ja, es ist eigenartig, warum hier Material runtergefallen ist. Wo hätte eigentlich gar nicht runterfallen dürfen. Es wundert mich so ein bisschen. Es wundert mich echt so ein bisschen. Ah, das wurde schon zerlegt, okay. Komischerweise, ich kann es bauen, obwohl ich nicht genug Material habe. Das verstehe ich nicht ganz. Ah, das nächste. Ah, jetzt ist da schon wieder was runtergefallen. Oh Mann, jetzt bin ich wieder nicht auf die Taste richtig gekommen. Das nächste, was wir hier deaktivieren können. Ach ja, stimmt. Ich habe das hätte vorweg gegraben werden sollen. Ja, ihr seht, es läuft alles gerade hier einen Bach runter. Aha. Das müsste doch dann hier vorbeigefallen sein, aber es kann doch nicht sein. Ich verstehe das nicht. Ich raff's einfach nicht. Ich raff's echt nicht. Hat eine Sauerei gemacht. Wer? Was, Mann, warum? Was ist denn mit dir passiert? Warum bist du jetzt hier? Verstehe ich jetzt gerade wieder mal nicht. Aber scheiße, sind jetzt hier eingeschlossen oder was? Kann aber doch auch nicht sein. Hier kommen sie doch jederzeit runter. Ah, nee, ah, weil das Panel immer da ist. Oder doch, nee, doch, da kommen sie runter, ja. Das ist richtig. Warte, ich tue mir jetzt gleich mit dem Debug-Modus hier ein bisschen mehr Niob her spawnen und dann bauen wir einfach hier alles so, wie ich das möchte. Ja, das ist alles hier, es ist so ärgerlich jetzt hier, was hier passiert. Na gut, das ist klar, dass das jetzt passiert ist.
Wir fangen im Prinzip dann hier an der Ecke an. Gut, weil wir das hier schon so haben, können wir es eigentlich lassen, wie es ist. Was wir praktisch hier es hinstellen. Ja, aber sag mal, warum. Jetzt ist das hier. Die gehen jetzt komplett kaputt, die Ziegel irgendwie, oder was? Also ich habe so den Eindruck, dass es jetzt tatsächlich alle komplett kaputt gehen dann. Dann kann ich hier nämlich auch gleich deaktivieren. Eieiei, wir brauchen auf jeden Fall mehr Glas. Auch mehr Glas, weil... Jetzt gehen mir da nämlich auch noch die Solarzellen kaputt, ne? Natürlich ganz schlecht. Wenn sie so gedacht, dass der Minenroboter, den habe ich jetzt praktisch hier so gebaut, dass der dann hier den nächsten, der verschüttet wird, praktisch freigräbt und so weiter und so fort und das sich dann immer weiter freigräbt. Das kann man, das Spielchen kann man auch so machen, dass man da so anfängt von der Seite und dass man von der anderen Seite auch so zur Mitte hin sich gräbt natürlich. Das wäre natürlich eine Idee. Gut, wobei das hier sich wieder ausnimmt, weil man da natürlich hier Raketen haben und so. Ach, die ist ja wieder da, okay. Ach ja, und okay, das ist schon lange nicht mehr passiert. Dass hier die Türen kaputt, aber weil man keinen Strom hat wahrscheinlich. Ja. Ach Mensch, es läuft gerade alles so richtig nervig hier. So, übrigens, hier können wir eigentlich auch noch weiter zerlegen. Weil das braucht man nicht mehr. Und im Prinzip das Ganze hier nach oben brauchen wir ja auch nicht mehr, ne? Was war denn das hier für eine Verbindung? Kommt auch weg. Kommt alles weg. Und im Prinzip wird er das hier. Mist. Der Schalter war eingeschaltet oder was? Hä? Nee, das macht aber keinen Sinn. Der war eingeschaltet, der Schalter, okay. Alles klar. So, dann können wir nämlich auch das hier vergessen, da innen drin. Die Rohrleitung, das muss dann nicht mehr, das geht dann nur stark nach oben, das ist auch überlastet hier, oder wie? Zerlegen. 9. Zerlegen. 9. Zerlegen. Ja, ist zu heiß, weil hier das jetzt alles aus dem Lot geraten ist, hier wegen dem Strommangel und so weiter und so fort. Leute, das ist schwierig. Ich sag's wirklich, es ist schwierig. Es ist gerade so ein bisschen frustig, aber naja. Es ist irgendwann ist es gekippt, die ganze Sache. Ich weiß nicht, warum mir irgendwann der Strom weggekippt ist. Das kann ich euch nicht genau sagen. Wo da das Problem lag oder warum? So, das läuft jetzt mittlerweile wieder. Okay, perfekt. Die Frage ist, wie lang? Da lassen wir mal tanken.
Ja, dann sage ich ja erstmal für heute wieder ist Feierabend. Ich werde mal schauen, dass ich vielleicht da die ganzen Sachen hier jetzt mal zerlegen lasse und so weiter und abarbeiten hier. Und dass ich da oben mal schaue, dass ich da wieder auf den Laufenden hinkomme. Weil das ist ja alles, ja, es ärgert mich ja bloß noch, ne? Ja, wir brauchen die Sonne hier, wir müssen offen lassen, weil das hier tatsächlich unseren Strom ein bisschen unterstützt hier. Und naja, gut, warum ist denn eigentlich der hier? Alle. Der ist jetzt am gebaut. So, ja, da sollte eigentlich das hier zerlegt werden. Und das dann verbunden werden, genau. Ah, ach Mann. Das ist auch so ein Thema. Warte mal, das kann man ja eigentlich schon mal so abschneiden und dann kann man das doch direkt verbinden. Ups, jetzt ist es auf einmal rot. Aber wahrscheinlich wegen hier, ne? Ach, mehr. Jetzt haben sie die Brücke zerlegt. Ich werde nicht mehr. Ach, Mann. Ah, ich sollte Feierabend machen. Ich wirklich, jetzt mache ich hier noch weiter. Das wird jetzt, glaube ich, alles auf 9 gebaut, oder wie? Ja. Warum ist denn das jetzt hier? Ja, das ist voll. Danke. Da runter. Ja, Leute, also wie gesagt, ich sage jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen. Ja, und dann sieht es vielleicht wieder anders aus. Ja, also, ciao, sagt euer Lego.